Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge zu Let's Play Watch Dogs 2. Wir müssen jetzt diesen Doleros Park erreichen. Aber erstmal müssen wir hier raus. Und es sind ja auch nur 150 Meter, aber ich spreche ja nochmal die Frau an. Ich würfle eine 12 und habe ihn kaum getroffen, aber es hat gereicht. Mein Paladin hatte nur noch einen Lebenspunkt, bevor ich alle mit einem Gebet an meine Schutzgöttin Arneson heilen konnte. Oh hey! Das ist ja krass. Oh. In dem Spiel ist es ja so dunkel wie in Real Life. Ich bin echt einfach abgerutscht. Muss ein Erdbeben gewesen sein. Sonst hätte ich niemals derart versaut. Ach, ich musste die Farbe komplett abschleifen und dann neu anfangen. Puh, echt scheiße. Aber ich muss sagen, meine Miniaturenarmee wird klasse aussehen. Hey. Mission und Fortschritt. Es lohnt sich, die San Francisco Bay Arena zu erkunden. R3 erhalte deinen NetHack überall um, Belohnungen und Operation-Infos aufzuspüren. In interessanten Gebieten gibt es immer was zu entdecken. In Sperrgebieten findet man oft Tüten mit Geld. Sehr viel Geld. Wenn du interessante Gegenstände einmal entdeckt hast, werden sie in Nadel Maps angezeigt. Okay. Die App ist runtergeladen und ich bin im Park. Was teste ich denn? Mach Profile von deiner Umgebung. Leute, Geräte und so. Schau, was du rauskriegst. So finden wir unsere nächsten Ops. Und indem wir Ops durchführen, die den Leuten wichtig sind, wecken wir ihr Interesse an DedSec. Je mehr Follower die App runterladen, desto mehr Infos kriegen wir. Der Kreislauf des Lebens. Oh, und schau, ob du Komponenten findest, die bei unserer Forschung helfen. Hipster Kaufmann! Die App ist ein Data-Mining-Tool. Des Todes! Okay, okay, ich hab's kapiert. Also, was jetzt? Das liegt bei dir. Du kannst tun, wonach dir gerade ist. Wir posten Orbs in der DedSec-App. Und für die kriegen wir Follower. Und Follower sind unser Tester. Follower bedeuten Computer. Damit kriegen wir mehr Rechenleistung und damit größere und krassere Orbs. Und gleich nach der Pause sprechen wir mit einem ehemaligen Street Artist. Sweet Tea, wie in der Szene genannt wird, möchte sein neues Buch promoten und eine brandneue Modelinie. Mit T-Shirts, Kappen und Schmuck. Äußerst bemerkenswert. Mhm. Oh. Ich will ihn streicheln. Oh, darf ich dich mal kraulen? Ein feiner. Ganz feiner. Sorry. Sorry, Bruder. So, jetzt müssen wir irgendwie orangene Signale finden. Okay. Ach, guck mal da. Da haben wir doch irgendwas. Da rushen wir jetzt auch mal hin. Oh, nein! Oh! Das wollte ich nicht. Sorry. Also was war das mit Bobo Dix? Bobo arbeitet doch an einem neuen Album, ja? Hab davon gehört. Du wirst es nie hören. Der Wichser Gene Carcany hat gerade Millionen geblecht, um es für sich allein zu kriegen. Was will ein großer Pharma-CEO mit einem Rap-Album? Der Typ hat eine riesige Bobo-Sammlung. Und sicher will er das Ding an seiner Wand wie eine verfickte Trophäe. Er lässt einfach seine Kohle raushängen. Weißt du, ob Bobo angenommen hat? Hat sich noch nicht dazu geäußert. Aber er wird's tun. Ist viel Geld. Vielleicht ist noch Zeit für eine Intervention. Zeit für eine was?
Der Name Gene Kalkani sagt euch doch sicher was. Das ist das Arschloch, das im Fernsehen damit prahlt, dass er den Preis für Leukämie-Medikamente anhebt. Ach, der meistgehasste Mann in Amerika. Wieso fragst du? Der ist ein riesen Bobo-Dakes-Fan. Er hat gehört, dass Bobo in der Stadt neue Songs aufnimmt und Millionen geboten, um das Album für sich zu haben. Echt dämlich. Das macht Bobo niemals mit. Der echte nicht. Also werden wir es für ihn machen. Ich werde mal sehen, ob Bobo uns ein paar seiner neuen Tracks leiht, als Beweis, dass wir echt sind. Wie kontaktieren wir Kalkani? Ihr durchsucht für mich Interviews, Podcasts, was auch immer. Findet ein paar brauchbare Sätze. Wir machen ein Soundboard. Wow, gefällt mir. So. Neue Operation Verbrecherjagd. Neue Mission verfügbar. Na. Ah, jetzt kann man... Ach so, okay. Hier gibt's die Online-Mission. Hauptoperation Spazieren im Park. Die Mission habe ich schon. Das ist jetzt so eine Nebenquest. Und wir müssen jetzt hier die Hauptquest machen, Blumen erledigen. Missionsziel, gewinne Follower, um Blumen auszuschalten. Wenn wir Blumen erledigen wollen, brauchen wir Millionen Follower. Oh ja, super. Hey, seht ihr nicht ohne mich an? Wir sehen uns im Hackerspace. Bin unterwegs. Dass die mich mal nie ausreden lassen können, das ist in jedem Spiel so. Das ist immer. Oh. So, jetzt müssen wir uns irgendeinen Trailer anschauen. Dann machen wir das doch einfach mal. Wie das aussieht, schrennen ja einfach mit der Pistole lang. Puh. Ah, jetzt müssen wir wieder nach da unten, okay. Hahaha. Hypnose. Jo, Marcus, hast du den Trailer für den neuen Jimmy Siska-Film gesehen? Ist der schon draußen? Ja, ja, lass sehen, Mann. Nein, nicht da drauf. Dafür brauchen wir perfekten Sound, einen großen Bildschirm und was zum Hinsetzen. Wir brauchen Ruhe. Hast du ihn schon gesehen? Nein, ich habe auf dich gewartet. Echt cool. Danke. Okay, wir schauen jetzt den Trailer, also Klappe halten. Klappe halten. In einer durch Technologie verbundenen Welt. Ich will keine Gerechtigkeit, Gott verdammt. Ein Mann streift über den Daten-Superhighway und verlangt Cybergerechtigkeit. Ich will Cybergerechtigkeit. Kann eine simple Zeile Code die ganze Welt vernichten? Das wird eine Cyberkatastrophe. Cyberdriver. Triff ihn mit dem Code-Strudel-Chip. Jimmy Siska ist. Ah!
Ihr habt keine Wahl. Folgt mir oder sterbt. Devon von Devon. Wir müssen diese Hacker in Sicherheit bringen. Das sind keine Hacker, Devon. Das sind nur Script-Kiddies. Hey, das Auto antwortet. Das ist kein normal UKI-Auto. Ich denke, nächstes Mal brauchen wir eine höhere Firewall, Mann. Cyber-Driver! Actionheld vom Feinsten. Sprechendes Auto. Gib's zu, Josh. Das Auto ist cool. Wisst ihr, was ich denke? Wir drehen unsere eigene Version des Trailers. Und dieses Auto wird uns dabei helfen. Im Ernst? Sowas bringt uns einen Haufen Follower. Ja, zuerst gehen Josh und ich zum Studio und holen das Drehbuch. Wir sehen mal nach, welche anderen Perlen es noch über DeathSec gibt. Und wir suchen das Auto. Okay, wie läuft das jetzt? Geben wir eine Warnung raus? Nein, wieso sollten wir? Die sichern nur alles ab. Nein, lass sie doch. Keine Sorge, Cyberboy. Nein, nicht. Hackerfilme werden eben gehackt. HMP Studios. Ihr alleine seid für diesen Cyberdriver-Reinfall verantwortlich. Billige Stunts und schlechte Dialoge sind eine Sache. Aber ihr beleidigt unsere Intelligenz. Und das ist unentschuldbar. Offenbar muss euch jemand zeigen, wozu Hacker wirklich imstande sind. Und da ihr nicht gleich zu uns gekommen seid, kommen wir jetzt zu euch. Wir starten Operation Hack und Weg. Wir zeigen euch, was Hacker können. Wir sind DeathSec. Das war mal eine Ansage. Oh, jetzt haben wir wieder einen weiten Weg vor uns natürlich. 1,3 Kilometer. Ja. Dass diese Tür immer so lang braucht, das ist ja auch nervig. Oh, da. Das Auto bietet sich gerade an. Ihr habt gedacht, dieser Film würde gut werden? Tja, ja, klar. Was zum Lachen. Cool, deine Worte. Habe ich echt cool gesagt? Wir wissen nur so viel, Josh. Cyberdriver hat sich als millionenschwere Cyberkatastrophe herausgestellt. Du willst mich nur auf die Palme bringen, mit dem Wort. Oh nein, keine Palme, Mann. Ein Bonsai vielleicht? Wieso lässt Galilei sowas zu? Das ist Rufmord. Du meinst Cybermord? Versuch es nur weiter. Ich werde das nie komisch finden. Mal ganz ehrlich, wenn sie die Szenen schon für den Trailer aussuchen, tja, dann ist der Rest totaler Scheiß. Und dass sie DeathSec aufs Korn nehmen, ist seltsam. Na, Chicago war eine Riesensache. Stimmt. Trotzdem keine Sorge. Du und ich, wir werden über den Datenhighway streifen auf der Suche nach wahrer Cybergerechtigkeit. Komm, Josh, das wird eine Menge Spaß machen. Und ich verspreche, dass ich nicht mehr Cyber sage. Weißt du, all das hier, das wird die Cyberwelt verändern. Jetzt haben wir so einen Namsang LKW vor uns. Ups. Sodle. Eigentlich hätten wir auch drüber klettern können, wir. Aber... Hook ja. Motion Picture Studios.
So. Jetzt müssen wir uns in dieses Studio da hacken. Was ist denn das für eine? Alles cool. Alles easy. So, vielleicht können wir uns hier irgendwo mal reinhacken. Ja, auf jeden Fall sind ja Leute. Jetzt mache ich erstmal alle Türen auf. Das gefällt mir doch. Ja, erstmal alles aufmachen hier. Und jetzt müssen wir da rein. Okay, Leute, ich bin drin. Ich konzentriere mich gerade ein bisschen. Ich glaube, die dürfen uns nicht entdecken. Weil ich glaube, wir stehen da nicht umsonst. So. Auf dich, hey! Eindringlich! Oh, jo. Boah. Eskalation. Boah. Hab ihn erwischt, geht rein. Alter, Alter, mein. Sie machen es nur schlimmer für sich. Allah Akbar. Boah. Scheiße. Da habe ich wohl ins Gras gebissen. Gebissen. Ein Sperrgebiet. Okay, Leute, ich bin drin. Ich würde jetzt am liebsten dahin rennen, alle abschießen. Umschießen. Was in Deutsch hier? Ja. Oh Mann, Alter. Aber scheint ja niemand gehört zu haben. Ach du Scheiße, ey. Stunden dieselbe blöde Szene an. Es ist ganz schön. Oh Mann, mittlerweile kann ich das rückwärts. So. Ach, guck mal da. Der chillt hier an seinem Handy. Hey, was ist das? Was ist das denn?
Hier gibt's auch. Gibt's hier sonst noch was zum Hacken? Ich bin ein Geist. Ach, das hätte ich jetzt nutzen können, um ihn in die Luft zu jagen, aber Moment mal. Hätte ich schon gerne in die Luft gesprengt. Warum geht denn das jetzt nicht? Hä? Was ist denn da jetzt der Fehler? Wieso geht denn das nicht? Ich hab keine Ahnung, ey. Keine Ahnung. Naja, ich würde sagen, wir hacken uns dann im nächsten Part mal da rein. Und dann war's das wieder von meiner Seite. Und ich sage dann tschüss und bis bald.